Nein! Oh, das gibt's doch einfach nicht. Aus irgendeinem Grund ist mein Sprung sofort doppelt getappt worden, deswegen habe ich den Sprung da gerade eben nicht geschafft. Soweit ich weiß, habe ich nur einmal gedrückt. So. Kriege ich das jetzt? Ach so, man kann es von hier aus schon. Das ist ja ganz toll. Dass das so logisch aufgebaut ist. Wo sind diese Scheiß... Oh nein! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oh. Wie soll ich denn das machen, bitte? Kannst du mir das mal erklären? Au. Ja, genau. Was? Wie hat er mich in der Luft erwischt? Oh, jetzt komm schon. Nicht mal angreifen kann man den. Wie soll das bitte schön gehen? Weißt du was? Ich laufe einfach weiter. Das hat so keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Die killen mich einfach nur von hier. Hm. Oh. Oh nein! Es ist so lächerlich. What a deadbeat. He's such a squatter. Oh Gott. Wow, that Citadel is huge. Wie soll ich denn da rüberkommen? Yeah, but I bet welche Zitadelle? Ich sehe da gar nichts. Ach, das Ding. Ja, das ist groß. Ja, ich laufe ja schon. Es hat wirklich keinen Sinn, hier zu kämpfen, weil man einfach keine Chance hat. Es ist nicht so, dass ich gerade auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spiele, aber trotzdem. Selbst auf einem schweren kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich meine, ich mache ja 1A perfekte Headshots und werde trotzdem die ganze Zeit angeschmiert. Ah! Sage mal! Das ist doch furchtbar! Wie soll denn das jemals funktionieren? Jetzt geh endlich drauf, du Arschloch. Fällst du jetzt endlich runter? Geht doch. So, bisschen Munition, tut immer gut. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Oder ob es wieder so schnell abrupt endet. Komm schon, Deadpool. Kannst das. Oh, war der Scheiß knapp. Na, verdammt, das war die perfekte Situation, in der ich hätte springen müssen. Oh, knapp. Noch knapper und... Angriff! Wieso bin ich schon wieder so schwer beschädigt? Das gibt's doch einfach nicht. Schaut euch das an, wie krass ich beschädigt bin jetzt schon wieder. Das ist einfach nicht normal. Nee, wieder ausgeschissen. Gott, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das zu schaffen sein soll. Und wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich schon wieder woanders. Die haben mich schon wieder woanders hin teleportiert. Ich verstehe es einfach nicht. Endlich drauf, du Penner. Mhm. Das ist auch meine Behauptung, dass wir nah dran sind, aber trotzdem. Ah, hör schon auf, mich die ganze Zeit abzuballern. Es ist furchtbar. Wo kommt die Schlampe nun schon wieder her? Habe ich den Großen gesehen? Nein, Gott sei Dank nicht. Das war so schon schwierig genug, jetzt mal ganz ehrlich. Ah, fall doch bitte endlich runter! Oh Gott! Ja, schön wär's. Ah, oh, hör doch endlich auf, mich voll zu ballern auf die Entfernung. Schnauze, Bitch. Nein, was? Ah, was war das? Wenn die Waffen bloß nicht so furchtbar unterschiedlich wären. Ich meine, man hat das gerade gesehen. Wenn man das nochmal zurückspult, werde ich wahrscheinlich machen. Nur um das mal kurz zu zeigen. Man hat das gesehen, wie krass manche Waffen mir plötzlich die ganze Leben abziehen. Aber komplett, die da schon wieder. Komplett das ganze Leben einfach weg wegen 2, 3 Schüssen oder was? Das ist verfickt nochmal Deadpool, okay? Der muss Maschinengewehrfeuer aushalten und das mehrere Stunden lang.
Also, hier stimmt die Stärke von Deadpool einfach nicht, so wie man ihn aus den Comics kennt. Das ist das große Problem die ganze Zeit. Habe ich aber, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Bloß, trotzdem, dieses Mal ist es ganz besonders schlimm, weil halt so viele Penner mit... Ja, wir wissen's, das haben wir schon gehört, Deadpool. Weil halt dieses Mal so unglaublich viele mit Waffen hier umeinander schleichen. So unglaublich viele Leute. Ach, da musste ich jetzt runterspringen. Da Wahnsinn! Also... Jetzt geht's plötzlich wieder. Jetzt steht hier keiner mit Waffe. Ich weiß auch nicht, ich krieg... Schau, von da oben schießen sie wieder. Wie soll ich denn da hin, bitte? Da schießen sie mich wieder aus 100 Meter Entfernung oder was ab. Jetzt. Scheiß Cheater da. Soll man endlich aufhören. Weißt du, da haben sie halt unendlich Munition, wie sich das für Computergegner gehört. Aber ich habe halt 100 Mal zu wenig Munition. Ach, jetzt wirf doch endlich die Granate. Wofür laufe ich denn die ganze Zeit rum? Sehr schlimm. Gott, ich habe so keine Chance. Ich habe so keine Chance. Ah! Wie viele sind das? Wo sind da 5 Stück hergekommen? Das ist unmöglich, ist das, sage ich euch. Es ist nicht zu machen. Ich muss hier einen Death Counter einbauen. Da Wahnsinn. Also ist immer noch nicht weg. Ja, leck mich fett. Jetzt fall doch endlich runter, du Arschloch. Ich muss mich wieder verstecken. Ach, jetzt halt doch die Schnauze, Deadpool. Das ist ja furchtbar. Ah. Ich krieg doch mal einen Anfall hier. Jetzt. Schluss. Ihr fallt hier jetzt runter. Warum können die nicht jedes Mal zu mir springen? Das ist anscheinend viel einfacher, wenn sie zu mir kommen, anstatt ich zu ihnen. Nein, dieses Mal wirst du mich nicht abschießen. Der Hintere, der kann mich mal. Ich schlage jetzt einfach die mit Waffe. Die schlage ich jetzt so lange, bis sie draufgegangen sind. Und dann erst die mit Nahkampfwaffe. Weil es vorher halt echt schwer keinen Sinn macht. Jawohl. Deadpool glaubt an mich. Jetzt wird's wieder. Ah, mehr Geschnetzel. Wo ist die andere Tussi? Die habe ich auch runtergeschmissen. Okay, läuft. Ah, was sind das schon wieder für Waffen und von wo feuern die hier schon wieder? Das gibt's einfach nicht. So. Wir wechseln unsere Waffe auf Pistole, damit wir ein bisschen zurückfeuern können. Weil wenn der von der Reichweite auf uns feuert, dann haben wir schlechte Chancen. Das Schlimmste ist ja, dass unsere Headshots überhaupt nicht als Headshots gezählt werden. Jetzt endlich wieder mal. Ich meine, wir können so gut wie wir wollen auf den Kopf zielen, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, schön wär's, wenn es wirklich so wäre. Man braucht aber mindestens 3 mit der aufgemotzten Pistole. Wobei mir einfällt, ich sollte mal wieder mein Money ausgeben. Mal schauen, was ich dafür kriege. Vielleicht kann ich meine Waffen verbessern. Auch hier muss ich wieder erwähnen, dass ich die Menümusik ausblenden muss, sonst wird mein Video gesperrt, leider. Monstermagazin, das hört sich doch gut an. 20% mehr Schaden. Nein, ich schaue zuerst, ob ich bei den anderen Waffen, die gut sind, mehr Munition kriegen kann. Die Feuerrate brauche ich nicht. Auch Patronen brauche ich. Mist, ist teuer. Mehr Schaden wäre auch nicht schlecht, kann ich mir aber leider nicht leisten. Und hier kann ich mir da noch eine Verbesserung kaufen. Irgendwas. Ja, 4 Patronen wäre schon ziemlich geil. Lade 42%. Ja, das ist so privat. Brauchen mehr Schaden und mehr Munition, weil sonst kommen wir so nicht klar. Oh, da hinten gibt es nochmal Waffenmunition. Ja, okay, ich muss wohl darüber laufen, auch wenn ich darauf gar keinen Bock habe. Ach, hört auf mich zu schießen, ihr Pussys. Jetzt springen wir erstmal hier hin. Dann holen wir uns den Cheater hier. Drecksau da. Ah, du gehörst aufgeschnitzelt. Und weg ist er. Oh. Oh.
Ich dachte ja bis jetzt, Nahkampfwaffen wären genau das Richtige die ganze Zeit, aber es stellt sich heraus, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht in diesem Level. In allen vorangegangenen Levels habe ich niemals großartig, also zumindest nicht so große Probleme gehabt wie hier. Zumindest nicht mit Gegnern. So. Halt die Schnauze, du Bastard. Hey, ich hab dich gehedert. Was ist los mit dir? Und da bist du wieder weg. Jetzt muss ich nur noch wissen, von wo dieser Penner schießt. Von da, okay. Geht doch. So, ich muss ganz langsam zielen und ganz langsam schießen. Also den üblichen Deadpool-Style kann ich hier nicht abliefern, weil sonst habe ich einfach keine Chance auf Dauer. Ich verstehe es nicht, dass diese Repulsor-Kanonen oder wie auch immer die heißen, dass bei denen ein Headshot nicht killt. Das verstehe ich nicht. Das sind die dicksten Waffen, die ich standardmäßig mit mir rumtragen kann. Warum ist der jetzt nicht explodiert? Ich schwör's dir, ich mache für jeden dieser Schüsse in Slow-Motion-Shit, nur um zu beweisen, dass ich weiß, dass ich einen Headshot gemacht habe. Jedes Mal. Und das da, das war kein Headshot, das war ein Halsschuss. Ja. Gut, natürlich sollte diese Waffe bei einem Halsschuss den Hals auch durchtrennen, aber Bullshit ist es trotzdem. Ja. So. Wie komme ich... Halt die Schnauze, Arschloch. Wie komme ich hier weiter? Oh, noch einer, der feuert. Reicht das jetzt nicht mal langsam? Komm schon, gib auf. Du weißt, dass du keine Chance hast, also gib auf. So, was ist das denn für eine? Die brennt ja. Ja, schon. Wieso, der würde wirklich zum Arzt gehen? Oh, oh. Das gibt's doch einfach nicht mehr. Technology is our friend. Yep. Ach, jetzt geh halt endlich drauf, Mann. Was ist los mit dir? Was ist das denn für ein komischer Kauz? Oh, komm schon, das war ein 1A-Headshot. Okay, und der jetzt nicht, aber der hat mehr Schaden gemacht als der letzte Schuss. Das ist wirklich fantastisch. Ich glaube, die Hitbox liegt überall um den Kopf herum, aber bloß nicht in der Mitte des Kopfes, damit schlechte Spieler das auch gescheit treffen. Aha, das soll ein Headshot gewesen sein. Na gut, lassen wir es mal da. Ich probiere ab sofort jetzt immer auf den Hals zu schießen, anstatt auf den Kopf. Mal schauen, ob ich dadurch mehr treffe. Ist zwar fetter Blödsinn, aber egal. Na, geht doch. Ja, ich weiß, dass du Kugeln brauchst. Lustigerweise liegen hier allerdings überall die falschen Kugeln rum. Das heißt, es bringt uns gar nichts, wenn wir uns die holen. Und zwar überhaupt gar nichts. Oh Mann, da möchte ich rüber. Ach, wir machen es einfach so. So, jetzt sind wir hier rübergekommen. Das ist doch schon mal was wert. Dann jetzt sind wir hier rübergekommen. Ja. Ach du Scheißkerl. Ganz ehrlich. Ach, jetzt ist er weggesprungen. Der ganze Vogel. Ich meine, wenn sie zu mir springen, habe ich eine Chance, aber wenn sie wegspringen und dann trotzdem auf mich feuern, dann wird es ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Ah. Shut up. Aha! Endlich läuft mal was. Das war nicht mal ein Halsschuss. Ich habe nicht mal drauf aufgepasst, dass ich da hinschieße. Aber dieses Mal ist es gezählt worden, endlich. Hat auch lang genug gedauert, muss ich schon mal ehrlich sagen. Imagine if your name was Dick. Nein. Einfach nein. Oh, shiny. Außerdem Richard, die Langform von Dick, ist ein gar nicht mal so furchtbarer Name. So. Destroy him, my mighty Earthquakers. Shut up! He's throwing the tummies at me again! I love the tummies! Yep! Ah, oh, was soll denn das jetzt? Oh, 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 das ist ein bisschen zu viel. Ah, oh, sage mal, die Treffer waren aber verflucht gut. Ich brauche andere Granaten, so kann ich nicht arbeiten. Ah, jetzt.
need something. Salt? Burn quicker! Crush him into dust! Zählst du das jetzt endlich mal als Kopfschuss, oder? Nein, warum auch? Now I have a machine gun! Ho, ho, ho! Sie sind in Fallen entkommen, das ist schlecht. Und ich habe keine mehr übrig. Das ist sehr schlecht. Komm schon, komm schon. Jawohl, ein weiterer weg. Wie viel Muni habe ich noch? Okay, gerade so genug. Gib auf, Arschloch. Schau, die drei Fetten, die waren jetzt viel einfacher als diese 100 Kleinen mit Guns. Das ist einfach lächerlich. Oh Gott. Oh Gott, die Typen, die sind furchtbar. Vor allen Dingen, weil ich nie weiß, wann ich die kriege. Oh. Ich will auch nicht jedes Mal denselben Move benutzen, aber zum Teil ist es tatsächlich so, dass ich muss. Ah, geht doch. So mag ich meine Nahkampfwaffen. Waffen funktionierend und stark. Okay, ich werde immer noch geballert von irgendwelchen Seiten. Aber ich glaube, ich komme damit klar. Oh, shut up. Kann ich nicht einfach weiterlaufen? Immer derselbe verdammte Move. Aber es muss so gemacht werden, weil sonst werde ich heute gar nicht mehr fertig damit. Ah. Jawohl. Das war eine. Das war noch eine. Ich brauche den Taco. Jetzt bin ich einfach gleich hinüber. Oh Gott, was ist das denn schon wieder von der Waffe? Weißt du was? Wir nehmen wieder was anderes in die Hand. So, schon viel besser. Genau. Recht hat er. Das ist eine Aussage und zwar eine vom Feinsten. Wenn ihr beide Innocent aufeinander einkloppen. Was soll der Scheiß? Doch, es hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, er läuft da mit der Crowbar auf mich schießen. Warum bist du mit der Crowbar auf mich losgegangen? Ich würde es wirklich gerne wissen. Was habe ich getan?